Hallo, willkommen zu einem neuen Spiel gegen die Teewurst. Keine Ahnung, Mann. Liebe ihren Namen. Warum gibt es keine automatische Übersetzung? Selbst dann sind die komisch. Dann sage ich jetzt mal den Kartoffelbreihalter. Auf jeden Fall ist das die Nummer, ich glaube, 12 der Weltrangliste war das gewesen. 12 oder 13. Also einer der absoluten Topspieler war das gewesen. Ich war überrascht zu sehen, dass er mich nicht gecancelt hat, ehrlich gesagt. Ist auch bei Twitch könnt ihr das auch live sehen, das Spiel, wenn ihr wollt. Aber ich dachte mal, gut zu sehen, was sie machen. Und er hat eine interessante Strategie gehabt, die tatsächlich eine Strategie ist. Ich habe ja erst gedacht, dass die Unit Drops relativ wenig strategisches Gameplay ermöglichen. Und er zeigt mir jetzt mit Elite, dass das eben nicht der Fall ist. Jetzt wollte ich das mal zeigen, das Replay. Also etwas, was ich auch mal gerne ausprobieren will. Also ne, muss man den Patch dann auch zugute halten oder den Unit Drop Scheiß, dass es tatsächlich auch Strategien dabei geben kann. Und zwar spielt er jetzt den Elite aus. Guck mal, ob er die erkennt, die Strategie. Also fand ich ganz interessant. Ihr könnt auch live gucken, wenn ihr wollt, bei Twitch. Ist dann immer irgendwie 7 Tage erhältlich oder so. Ich habe keine Ahnung, wie Twitch das macht. So. Also Elite, ne? Das heißt jetzt, er kann nur Level 2 holen. Und holt sich jetzt Fangs dazu, muss ja irgendwie Modell tanken. Anfangsaufstellung, ich klicke einfach eine der Standardaufstellungen. Ich fummel da auch nicht viel rum. Ich mag Modell-Tanks, klick, fertig, danke. Ja? Ich bin im Moment ein bisschen der Meinung, dass diese strategischen Sachen, die man am Anfang mit der Aufstellung gemacht hat, dass man zum Beispiel jetzt aufstellt, dann Lücken lässt und was weiß ich nicht alles, dass man weiß, ob man Runde 3, 4 kaufen will oder einen Plan davon hat, dass das relativ viel untergeht in diesen Drops. Und da mache ich mir jetzt gar nicht die Mühe. Ja? Ich mache einfach die Standarddinger und fertig. Die Modelltanks bauen. Und bisher läuft das auch relativ gut. Also, vielleicht sind es auch wenige Spieler. Also, ich habe jetzt mit 1600 MMR oder sowas, war ich jetzt, glaube ich, Top 200. Ja. Also da scheint eine ganze Reihe von Spielern aus der Top-Riege verschwunden zu sein. Sonst wäre ich mit so einem niedrigen MMR nicht sofort ganz oben. Ne? Da war ich total schockiert, eben das zu sehen. Und dann sind natürlich auch die Spiele ein bisschen interessant. Also ich kriege eigentlich nur Leute gematcht, die irgendwie 1600, 1700 sind, was ja gut ist. Und Leute, die 2000 sind. Wie er jetzt zum Beispiel, 2000 irgendwas. Also früher war das eher ein bisschen mehr. Da war mal so ein 1,4er dabei, ein 1,5er, ein 1,8er vielleicht sogar. Ne? Alles gemischt. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen extremer ist, dass es nur noch Top-Spieler gibt oder nur noch Anfänger. Ne? Also, ich will nicht sagen, dass die Community ausgedünnt wurde. Klar, 700 Spieler im Durchschnitt sind weniger als 1000 wie früher. Aber man hat, also auf jeden Fall, das Matchmaking ist anders. Ja, ich weiß nicht genau, wo ich den Finger drauflegen will, wie es anders ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach kleiner geworden ist und die einfach mehr Top-Spieler bekommt als Gegner. Was mich persönlich jetzt nicht stört, ganz im Gegenteil. Wird allerdings auch regelmäßig gecancelt, also eben im Livestream, glaube ich, 2, 3 Mal, heute Morgen 2, 3 Mal. Also das Canceln ist dadurch auch schlimmer geworden, weil die Leute natürlich dann mehr zu verlieren haben. Deswegen auch so froh, dass er das nicht gemacht hat, ja. Also der Bratenbrühwursthalter irgendwas, der ist halt angetreten, ja, obwohl er halt irgendwie 400 Punkte mehr über mir ist, ja. Also man wird ja als Top 10, hat man ja nicht unbedingt Bock, gegen einen Top 200 zu spielen oder sowas. So, ich habe jetzt hier mein UFO in der Mitte. Im Moment ist meine Gesamtstrategie, das ist immer sehr gefährlich, so aufzustellen. Meine Gesamtstrategie im Moment ist, es einfach zu halten, das Spiel. Ja? Also das bedeutet, zum Beispiel so einen Allrounder zu nehmen wie das UFO. Ja? Der kann ja daher alles bekämpfen. Der ist relativ einfach zu steuern. Da muss ich halt gucken, dass genug Kleinvieh rumsteht, dass er die richtigen Upgrades bekommt und ein Item fertig. Ne? Das heißt, da braucht man sich weniger Kopfschmerzen zu machen oder Giant zu spielen. Ne? Also früher hätte ich ein bisschen mehr feinjustiert, Spezialisten für Aufgaben und Probleme geholt. Jetzt hole ich, also zumindest der Plan im Moment, ich bin ja neu dabei, ne? Sowas und Giants. Und der Gegner hatte sich jetzt beim Drop für seinen Rhino entschieden. Links und rechts einer. Was mich ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, weil ich schon Phoenix hatte. Eventuell war sein Plan, dass ich hier den Charge Shot raus, also den rausbaitet damit. Gewisse Sachen haben übrigens keine Bedeutung mehr, finde ich. Zum Beispiel Deployment-Modul. Aufgrund dessen, dass also unendlich viele Einheiten sind, was wollt ihr da rumdeployen, ja? Also ich sehe jetzt auch keinen mehr, der Flanken spielt zum Beispiel, war mein Eindruck. Ja, also theoretisch könnte man das jetzt schon nehmen, ich könnte das jetzt draufpacken, deployment und dann da hochgehen und wieder runterporten. Aber die Bedeutung, die es früher hat, ja, dass ich danach dann auch noch da stehen könnte, nicht nur wieder weghüpfen muss und so, ist ja verringert worden dadurch, weil es einfach mehr Einheiten gibt. So, Gegner übrigens, nur zurück zur Strategie. Klar, das Problem hier mit dem Zeugs, ne? Aber er hat hier vorne, macht er jetzt die Marksman-Linie. Das heißt also, der ist jetzt in der glücklichen Lage als Elite zu sagen, er spammt jetzt Marksman.
die auch ins Late-Game gut skalieren, aber es ist nicht ausreichend genug gewesen, weil zu wenig Rekrutierungsslots bisher früher mal hatte vor dem Unit-Drop. Aber er kann das jetzt eben unterstützen, diesen Drop, mit eben Unit-Drops, ja? Diesen Drop, also diese Einheit. Und übrigens hier, deswegen stellt mich nicht nebeneinander. Vom Top 10-Spieler hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber die spielen das alle so, der Top 10, von daher ist das kein Fehler, das ist bei denen so gewollt. Ja, ich habe hier hinten das Item vergeben, damit ich ihn einfach wegnuke sofort. Der läuft mein Level 2, entsprechend ist der ebenfalls sofort tot. Ne? Das hat er selber mit dem Beacon, glaube ich, selber gebastelt, das Problem. Genau, also ne, der kann jetzt diese Marksman holen, oder Arclight geht ja genauso, ja, solche Sachen. Mining of Fangs. Und kann das eben komplementieren mit den Unit-Drops. Also man kriegt dann einfach die Einheiten, die man vorher nicht mehr kaufen konnte, aufgrund der Rekrutierungsslots, kriegt man halt dazu. Von daher glaube ich, dass diese Elite-Strategie wirklich gut funktionieren könnte. Ja, also muss ja nicht das sein, kann ja auch ein Arclight sein, den man dazu holt oder so. Deswegen, und es ist halt auch einfach zu steuern im Late Game, ne? Da gibt es ja die Diskussion, die Winrate der besseren Spieler ist ja besser geworden. Das sagt der Entwickler, das sagen die Top-Spieler. Und wenn ich mal ganz vorsichtig aus dem Fenster lehnen darf, für mich gilt das leider auch. Ja? Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Spiele gemacht und irgendwie 8 davon gewonnen. Obwohl ich ja keine Ahnung mehr von dem Spiel habe. Und da waren auch ein paar gute Leute bei. Also mein Verdacht ist jetzt auch, dass also die Top-Spieler, die sagen ja, die haben halt eine höhere Winrate jetzt, weil es weniger Glück ist durch die Unit-Spawns. Meine Argumentation geht dahin anders. Ich finde, die Unispawns bringen eine Menge Glück, kann das gleich auch noch beweisen. Oder ich habe ein anderes Replay, wo das besser geht, glaube ich. Aber die Menge der Einheiten, die kommt, da kommen Anfänger weniger gut mit klar als Spieler, die eben routiniert sind. Das kommt daher, meiner Meinung nach. So, jetzt macht er auf jeden Fall ganz viele von diesen Marksmen hier, verteilt die, ne? Halt eine Marksmen-Linie, die man früher auch gespielt hätte, aber halt nicht mehr so populär war, weil, wie gesagt, ihr kriegt halt einfach zu wenig Marksmen rekrutiert, ne? Das ist das Problem. Und ihr braucht ja zwischendurch trotzdem noch andere Sachen, zum Beispiel Massenflugabwehr, Modelltanks, ne? Also ein Schnickschnack. Und das kriegt man dann nicht mehr, aber jetzt kann er sich das durch die Unit-Drops holen. Und wenn er halt strategisch jetzt Einheiten kauft, die ihr nicht gespawnt sehen haben wie bei mir den Gegner, kann er das ebenfalls dabei packen. Links hat er jetzt verkauft den Rhino, ne? Weil er den ja wegnukt. Hat er also realisiert, dass das nur Kanonenfutter wäre. Ich habe jetzt hier, glaube ich, Kleinvieh dazu geholt, damit die Marksmen eben alle ins Leere schießen. Aber er hatte schon Arclights, um das ein bisschen auszusieben. Jetzt ist wieder tot, dann wird der nächste Runde auch verkauft. Das ist, glaube ich, eine Voranmeldung. Bam. Hi, tot. Okay. Ja, der hat jetzt für die Strategie eingeloggt mit Marksman-Spam. Level 2, Level 3 und dann macht er auch Elite und was halt dazugehört. Ne? Das gehört alles dabei. Und er hat hier den Doppelschuss, um einfach auch Giants bekämpfen zu können, vermute ich mal. Da kommt schon brutal viel Schaden raus. Jetzt Headquarter kaputt. Das hätte geklappt ein bisschen früher. Dann, ne? Hätten die Daka Daka gemacht. So, jetzt habe ich hier natürlich ein schönes Item, Laser Sights. Bringt für ihn weniger bei dem Spam wahrscheinlich, aber wenn ich halt ein UFO mit Level habe und dann Laser Sights bekomme, ist das ganz angenehm. Was auch dieser Glücksfaktor ist eben bei den Drops. Also wenn ihr, sagen wir mal, Level 3 UFO droppt oder so und dann ein Item hast, du drauf passt, wie zum Beispiel die Reichweite, dann ist es halt ein Game Changer, ja? Und das ist ein Glücksfaktor, der so vorher nicht existiert hat. Das wird eine Diskussion von den Top-Spielern, die eben sagen, dass der Fetch super ist, dass weniger Glück ist, wird dann ein bisschen unterschlagen, habe ich das Gefühl. Gegner hat dieses Item einfach auch bewahrt, wahrscheinlich weil er auch auf einen Drop wartet, könnte ich mir vorschlagen, wo er das draufpacken kann. Ne? Es lohnt sich hier nicht unbedingt, auf einen einfachen Marksman zu packen. So, weiter geht's. Reichweite, weil die gegen Marksman kämpfen und der kaum Kleinvieh am Boden hat. Ne? Ich will wirklich daran kommen, bevor die mich wegnuken. Wenn die nicht schon so hart gelevelt wären, dann könnte ich die auch über das da wegheilen, die Schüsse. Das klappt relativ gut, habe ich gemerkt. Ich habe jetzt ein paar Mal UFOs gespielt. Ich war überrascht, dass er sich hier vorne nicht drum gekümmert hat. Frei nach Motto, wenn ich nochmal einen Satelliten setze, wäre ihm das egal. Es sind eine Menge Punkte, die da drauf gehen. Das sind ja 3 Level-2-Einheiten, ne? Ich habe es dann auch nicht nochmal gemacht, weil ich dachte, er macht nochmal was dahin, wollte den Satellit nicht opfern und hat auch nicht immer das Geld, ne? Aber hätte man eigentlich so oft machen können, bis er realisiert, dass es doch gut ist, die zu verteidigen. Also das sind ja über 400 Punkte, die da stehen für einen Satellit. So, was er jetzt macht, ist Feuerartillerie, ne, weil Kleinvieh stirbt und eben die Marksmen besser funktionieren. Und wenn ein bisschen aus dem Feuer rausläuft, dann holen die den weg. Beide Rhinos sind weg. Ich habe mein linkes Ding übrigens auch verkauft und das Item, glaube ich, auf den rechten gegeben, um den Rhino rechts zu kontern. War eigentlich unnötig. Hätte ich, glaube ich, lieber auf den gepackt, damit er alles one-shottet. Hat aber Reichweite. Dann auf den gepackt. Also ich glaube, das Item da drauf war Käse. Der hat ja vorher auch schon getötet, den Gegner.
Ich habe auch nicht so viel Zeit zum Nachdenken gefühlt bei den Spielen. Einer meinte, ich denke halt zu viel nach. Was will man sonst machen bei so einem Spiel? Also ein Deckspiel, hätte ich gesagt. So, Wespen ist sicher für beide sehr gut, für mich aber jetzt sehr glücklicher, sehr viel glücklicher als für ihn. Warum sage ich das jetzt so? Also gegen Marksman-Spam, Wespen-Spam zu bekommen, ist die Hardcounter dagegen. Ist absolut super Hardcore-Glück für mich gewesen. Er konnte jetzt nichts anderes machen, als selbst Wespen zu holen und meine Wespen zu kontern. Das heißt, ich habe jetzt einen Hardcounter bekommen und er hat nur eine Wespe bekommen, die meine Wespe kontern muss. Weil unten gegen die Wespe, also die holen die Wespen mir einfach ab, ne? Da sind die alle tot. Ja? Also das ist kein großes Wespenproblem bei mir. Meine Hauptarmee wird nicht von den Wespen gekontert. So, jetzt auch Wespen geholt, um eben meine Wespen zu kontern. Hat sich jetzt hier unten für Assault entschieden. Ich glaube, und Elite, dass das zur Strategie gehört hat, das ist jetzt nicht wegen meinen Wespen gemacht, die er vermutet hatte, dafür hat er seine eigenen Wespen, sondern wirklich, die gehen jetzt wie eine Rennmaschine nach vorne mit der Schrotflinte und töten auch meine Wespen und alles. Also tatsächlich hat er damit meinen Wespenspawn eigentlich rausgenommen, ja? Weil, also, die tun ja nicht mehr Singleshot machen, sondern ganze Blobs töten. Also von daher, ne, glaube ich, die machen ja Flächenschaden gegen Wespen, wenn ich mich richtig erinnere. Und von daher hätte er es vielleicht gar nicht gebraucht zu den Wespen, ich weiß es nicht. Das ist die vierte Wespe. Hat er verkauft, ne? Die vierte Wespe. Genau, jetzt hat er auf jeden Fall hier vorne diese Superlinger, die mit der Schrotflinte alles wegräumen. Zack, ne? Ein Schuss, mehrere Wespen tot. So sah es zumindest gerade aus. Zack, immer zwei Wespen, glaube ich, oder so. Ich persönlich glaube, dass der einen unendlich großen Fehler gerade gemacht hat. Vielleicht lehne ich mal aus dem Fenster und tue den Top-10-Spieler erklären, wie das Spiel geht. Warum denke ich das? Grundsätzlich gilt das für alle Einheiten. Wenn irgendjemand drei Upgrades, manchmal auch vier, aber ne, ab drei lohnt sich locker, auf irgendeine Einheit ausgibt und ihr habt die Möglichkeit, EMS an diese Einheit anzubringen, dann wird ja dieser Rieseninvestment, ja, der Stützpfeiler seiner Armee, wird ja dann auseinandergenommen. Ja? Und von da glaube ich, hat er einen Riesenfehler gemacht, weil ich habe genau diese Einheit hier schon auf dem Feld, den Artillery-Spam. Das kann natürlich Konter, der Konter, der Konter, der Konter sein, ihr wisst schon. Ja, also ich habe jetzt die Adler hier schon hier stehen, überall. Da kann ich jetzt EMS drauf ausgeben. Wenn er schafft, das zu kontern, dass meine EMS-Adler nicht seine Marksmänner erreicht, dann ist ja okay. Ja, aber er ist ja Elite, also will er jetzt wirklich zwei War Factories Elite kaufen mit Raketenabwehr? Wie soll man das finanzieren? Das geht ja, glaube ich, nicht, ne? Also er hätte wahrscheinlich, ich habe übrigens keinen einzigen Spieler bisher gesehen in den letzten 10 Spielen, die das Ding noch holen. Weiß nicht, was damit nicht stimmt inzwischen. Aber hätte er jetzt davon eine Armee kaufen sollen, von diesen Dingern. Also, ne, ich habe jetzt EMS-Artillerie, Reichweite eben schon. Und wie will er das verhindern, dass ich all seine Dinger gleichzeitig ausknipse? Hat sich für Wespen entschieden. Ich habe mir auch nochmal Wespe dazu geholt. Ich habe Flugabwehr-Wespe, er hat Reichweite-Wespe gemacht. Da bin ich mir nicht sicher, wofür das gut war. Ich glaube, das war der nächste Fehler mit der Reichweite. Weil, also, was will er machen? Will er mein Kleinvieh töten? Das ist nur eine Handvoll und er hat ja schon, also die sind ja Schrotflinte, die töten das ja schon. Die Artillerie tötet das, das Feuer tötet das, ja, die Arclights töten das. Also warum hat er Reichweite ausgegeben? Für das Wespenduell ist das auf jeden Fall immer die erste Wahl. Immer. Und da bin ich überrascht, also ich habe lange nicht mehr gespielt, vielleicht gibt es irgendwas, was ich da nicht kenne, aber aus meiner Sicht ist das ein Riesenfehler gewesen. Er war ein bisschen langsamer, weil so viel ist, ist ja schon voll bis oben hin die Map. Genau, und jetzt, wie gesagt, es kommt hier angelaufen wie so Rennmaschinen, aber werden halt ausgeknipst. Das heißt, was er, also wenn sie mal treffen würden, also was er jetzt erreicht, ist halt, dass ein Sniper ranläuft, ein Markman ranläuft und dann im Prinzip im Nahkampf einmal ein Markman wieder ist, ja. Also wenn man eine Rakete treffen würde. Da drüben haben sie, glaube ich, getroffen. Zack, das ist aus. Und jetzt halt ein Markman im Nahkampf, was natürlich ohne Lebenspunkte, was natürlich gut ist für den, der vorher vielleicht auf Distanz sonst mit denen gekämpft hätte. Wir haben meine Wespen im Wespen-Massaker gemacht, haben, weil sie Luftabwehr hatten und eine Reichweite. Aber das war, glaube ich, eine Baustelle, die er sich selbst gebaut hat. Ne? Das war, glaube ich, sehr unnötig gewesen, das abzugeben. So, das war auf jeden Fall das Spielchen. Aber die Strategie trotzdem, die Idee, dass er halt diese Tier-1-Elite-Einheiten holt, die auch alle eben gut skalieren potenziell, ne? Und damit arbeitet, finde ich richtig gut. Ich sage halt nur, es war ein Fehler, das jetzt einzuloggen für die Marksmen, während ich hier unten den Artillery-Spam schon hatte, ohne das Potenzial zu haben, die Raketen abzufangen in irgendeiner Form sinnvoll. Ne? Das hat ihn, glaube ich, das Spiel gekostet mit dem Wespenmanagement. Aber sonst könnte das eine Strategie werden, die vielleicht sogar funktioniert. Müsste ich mal ausprobieren. So, das war's auf jeden Fall. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.